Das geht alles. Ja, das wird unsere Hütte. Dann fangen wir hier mal an. Ich weiß, wir sollten Korn farmen, irgendwie Reed farmen. Ich dachte jetzt wahrscheinlich, dass automatisch Redstone ist, das total geil ist, mega, aber... Vielleicht wird das auch mir nicht. Oh, Kamera. Oh, da ist Erde. Da kommt später Glas rein. Haben wir jetzt noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch einmal hin zur Hütte. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie viel Zeit können wir noch. Okay. So. Ich weiß. Ich muss immer nachgucken, ob ich auf jeden Fall mir einfach nicht sicher bin. So, vielleicht können wir das dann sogar da direkt anschließen. So, hier ein bisschen Holz. Fenster und Co. kommen nachher noch rein. Okay, das wird auf jeden Fall nicht einbezogen, was wir da haben. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Muss ich da vorne noch korrigieren? Nein, das wird nicht so eine einzelne. Das wird eine größere. Also mit einmal ist einmal ein Zimmer gemeint. Da kommen noch Dschungelholz hin. Dass es sowas überhaupt erlaubt ist, sich so ein Haus aus Dschungelholz zu bauen. Also ehrlich. Ich bin ja nicht gerade nett zu der Umwelt. Zumindest nicht, zumindest in diesem Spiel. So. Das wäre dann auch. Auch. So, Deckel drüber. Das ist alles noch sehr provisorisch. Ich weiß selbst noch nicht ganz, wie es werden wird. Ja, juhu. Dann haben wir erstmal einen Deckel und so ein Dach über dem Kopf. Der Rest dieses Feinwerkliche kommt alles später. Und erstmal werden wir auch noch keine Fenster drin haben, weil das ist alles so Feintuning, das später kommt. Erstmal nur, dass es gegen eindringende nachts kommende Monster geschützt ist. Schon kein Holz mehr. Eigentlich schon aber noch ein bisschen Dschungelholz. Aber wenn diese Hütte fertig werden soll, dann müssen wir auf jeden Fall noch einmal, so leid es mir tut, in den Dschungel. Wie da zum Beispiel, da muss überall Dschungelholz hin. So, aus was sollen wir denn das Dach machen? Aus Cobblestone? Oder aus, was heißt, Brickstone? Brick, Stone, Brick? Das ist jetzt eure Entscheidung. Ich würde jetzt erstmal Brick nehmen. Brick. Okay, ich weiß, was ich vorhabe. Ich leere mein Inventar jetzt so teilweise hier rein. Dann gehen wir jetzt in den Dschungel, schlagen noch zwei große... Da hinten hängen immer noch Blätter in der Luft. Noch so zwei große Bäume klein. Diesmal von der Seite. Dann gehen wir nach Hause holen. Erstens Rohstoffe. Zweitens Glas. Und ganz viel von diesem... Also insgesamt viel Kram. Dann können wir da mal weitermachen. Wieso höre ich hier so viele Zombies? Ich weiß, das sollte ich nicht tun, aber... Ich grab mich hier jetzt einfach mal rein. Ich will wissen, wo die Kack-Gombies herkommen.
Okay, hier drunter. Hallo. Okay, hier ist eine Höhle. Ich wollte eigentlich nur einen Spawner finden. Okay, diese Höhle ist uns egal. Wir wollen nur Spawner. Denn jetzt erstmal müssen wir ins Dschungelbiom. Wir brauchen Holz. Und los. Holz ist nämlich erstmal sehr notwendig für diese Hütte, sowie erst recht extrem Glas. Ohne das, also ja, da geht's gar nicht, ne? Und wie lange nehme ich denn auf? Schon ungefähr eine Stunde, wette ich. Naja, ist ja nicht so schlimm, solange ich noch Festplattenspeicher habe, ne? Komm. Und drauf. Und so leid es mir tut, ihr Bäume. Ah! Es muss einfach sein. Ich brauche nämlich Holz. Mist, jetzt gehe ich so vor wie die Menschen mit dem jetzigen Urwald. Dass sie ja nicht anspricht oder nicht oder nichts mit ihnen zu tun hat, wenn auf einmal keine Bäume mehr da sind. Oder mit den ganzen Tieren holzen sie das alles ab. Krass, aus Minecraft lernt man sogar irre viel. Was tue ich hier? Ich zerstöre die Natur. Nicht Unhold. Wieso mache ich das? Bloß weil wir Holz brauchen, das ist doch kein richtiger Grund für sowas. Und ich mache auch noch immer weiter. Oh, kümmere mich nicht mal um die Reste, die da noch rumliegen. Oder noch runterkommen. Ich bin ein böser Mensch. Ich meine ein böser Minecrafter. Mit einer Axt fällt er den ganzen Urwald, wenn es so weitergeht. Ein Glück, dass es hier nicht diese ganzen Umweltorganisationen gibt. Dann wäre ich ja im Arsch. Und schon haben wir keinen Platz mehr, weil wir zu viel Holz haben. So soll es ja auch sein. Damit wir nie wieder diesen Dschungel ausbeuten müssen. Olle, 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 olle. What the... Das passiert, wenn ein Vollidiot Chunks abschneidet. Notch. Was hast du da getan? So, wir sollten mal wieder futtern. So, das war die Milch. Ich habe sie entsorgt in meinen Mund. Obwohl das ja sogar noch schlimmer ist als entsorgen. Habe ich eigentlich einen Clay eingesammelt? Das wollte ich doch gar nicht. Holt ihr euch den Clay ab, ne? Jetzt ab zu unserem Hauptquartier. Ein bisschen Holz da lassen und alles mögliche holen, was wir gebrauchen könnten. Dschungelhock-Safari-Tour. Dschungelhock-Safari-Tour. Zumindest komme ich mir so vor. Monsterfalle. Es muss ja doch irgendwo daneben einen Spawner geben, weil eine Monsterfalle ohne Spawner ist für mich eine blöde Monsterfalle. Obwohl, bitte, ich werde keine Monsterfalle bauen, bevor ich nicht mindestens einen Kommentar habe, wohin damit. Soll ich irgendeinen Berg aushöhlen, der euch gut scheint? Also, bevor ihr da nicht irgendwas schreibt, werde ich da gar nichts machen. Überhaupt nichts. So.
Falscher Eingang. Hier geht's ins Lager. Mann, seit wir dieses Lager befassen wir uns gar nicht mehr richtig mit der Wohnung, sondern nur noch mit dem Lager. Ich glaube, wir sollten uns mal kurz killen. Wie kann man sich schnell killen? Ah. So, wir killen uns mal ganz kurz. Nämlich für den einfachen guten Grund, damit wir wieder volle Lebensenergie haben. Noch schnell rein. Warte, ich bin nicht mehr poisoned. Ich will sterben. Wie viele muss ich denn essen, um zu sterben? Schweinehunde. I want to kill myself. Please do it. Okay, wenn die Spinnen auch nicht frei genug dafür sind. So. Krass, wir spawnen jetzt direkt im Lager. So. Und ich vergesse mal wieder total, dass unsere Level dadurch kaputt gehen. Kein Interesse. Wirklich nicht. Was verstehst du unter kein Interesse nicht? Ich will nichts kaufen. Will nichts kaufen. So, das war der. Hat er mich gesichtet? Wenn er näher kommt, sichtet er mich. Krass, der sichtet mich. So. Wieso triffst du nicht? Er trifft nicht. Mist, es steckt ein Pfeil in meinem Bauch. Oh. Drück mir noch mal F5. Autsch. In meiner Kehle. Au. Au. Meine Kehle. Au. Das muss ich mal kurz machen. Screenshot. Please raid. Weil das einfach so krass aussieht. Oh, ich hab Pfeil in der Kehle. Kann er nicht auf nahe treffen oder was? Hallo! Übrigens, schöner Skin, ne? Ne, ich habe leider noch keinen mehr eingebaut. Ich kann ihn in die Beine schauen, Skeletto. Triffst du nicht, ne? Ey, das regt mich einfach auf, dass dieses Skelett nicht trifft. Also nicht, dass ich sterben will, aber... Ne? Also ich gehe mal wieder in die normale Perspektive. So.